Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Anno 1800 mit euren Annoball. Ja, Hannibal, ist egal, wie ihr mich nennt, was das angeht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr da seid. Freue mich, dass es schon Spaß macht, zuzuschauen. Ja. Müssen hier mal gucken. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Ja, der Bierbedarf. Es mangelt an Arbeitskraft. Und zwar müssen wir hier den Bierbestand mal wieder auf Vordermann bringen. Und hier vielleicht wirklich da mal gucken, ob wir nicht Bier selber hier anbauen. Mit einer Metzerei und so. Machen wir mal. Und eine Brauer. Eine schöne, nette Brauerei. So. Müssen wir mal wirklich jetzt gucken. Nähmaschinenfabrik. Weil offensichtlich funktioniert das nicht mehr, dass ich mit der einen Insel die andere so stark versorgen kann. Wir müssen so. Das haben wir. Da die Nähmaschinenfabrik wollte 150 Leute brauchen. So. Mir fehlen die Rohstoffe. Ja, ja, ist schon unterwegs. Die Rohstoffe sind schon unterwegs. Ja, es ist ziemlich schwierig geworden. Hier irgendwie. Im Moment, wir haben hier, das Bierfass ist voll, auf der anderen Seite ist es ziemlich leer. Jetzt müssen wir mal schauen. Großküche. Ja. Die Großküche braucht das und das. Sinkt aber im Gegensatz dazu. Sinkt die denn auch die? Ist die ähnlich wie die? Attraktivität sinkt dadurch nicht. Okay. Ja, müssen wir dann ein bisschen hier umdisponieren. So. Die Lager sind wahrscheinlich hier an Seife, mit Seife gut gefüllt. Routen. Dann müssen wir hier die Bierroute entfernen. Spielstand gespeichert. So, in Oldwerb wird. Was wird aufgenommen? Fenster. Und da wird hier ausgeladen. Die Moschusochse. Schoner steht bereit. So. Die Moschusochse ist schon da. Also wir müssen hier aufbauen, dass wir die Brauerei und so weiter ans Laufen kriegen. Das heißt, müssen wir echt kurz gucken, dass wir genug Bier brauen. So, 30, 3.
8 Stück. Muss ich echt mal gucken. Ja. Eine Brauerei geht bestimmt noch. So. Schule, Polizeiwache. Die Waffenruhe wurde beendet. So, jetzt haben wir alle Sachen in denen sich schon mal ausgebaut. Das haben wir schon mal geschafft. Wir haben jetzt eine riesengroße Bauernschaft. Ja. Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Ja, ich war doch da mit meinem Schiff, du Knallwurst. Naja, was soll's. Die Knallwurst kann ich mal kreuzweise. So. Ja, ist gut. Weißt du was, das fährt jetzt... Begleitest du mich ein Stück, Schätzchen? Fregatte beginnt Geleitschutz. Ja. So, der Geleitschutz beginnt. Naja. Müssen mal gucken, ob wir jetzt Clipper bauen. Und unsere Fregatten. Wie viele Fregatten haben wir? Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Aha. Natürlich wissen Sie. Ist diese Last das Gefühl der Schande? Sie haben an Einfluss verloren. Auf die alte Dame ist Verlass. Spielstand gespeichert. Na komm. Wir müssen jetzt erstmal Schoner bauen, also Clipper bauen, um die Transportrouten entsprechend aus. Neue Ziele. Vor allen Dingen die Transportroute möchte ich eigentlich nicht mehr mit Fregatten machen. Weil, Das können auch Clipper übernehmen. Ein Schiff erster Klasse.
keins von meinen kleinen Vögeln bist. Haltet sie auf Kurs! An die Segel und Brassen! Haltet sie auf Kurs! Segel setzen! Auf Kurs halten! So, da haben wir mal ein Biss gebaut, ne? Also da hat unsere KI in der Hinsicht nicht toll gearbeitet, um es mal so auszudrücken. So. Auf Kurs halten. Ja, Kanonen müssen wir holen und dann werden wir ein richtig großes Kampfschiff bauen. Sie mag hübsch aussehen. Gib ihnen Suppe und... Ja, Kanonentürme und sonst was. Die Insel ist natürlich Dampfschiffwerft. Ja, das sind natürlich schon ganz andere Kampfklassen, die hier unterwegs sind. Wir haben jetzt zwei Linienschiffe. Das Linienschiff ist natürlich das Höchste, was wir bauen könnten. Im Moment. Es ist gut, ja, knapp doppelt so stark wie eine Fregatte. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das bauen können. So, aber ich hatte ja was anderes vor. Ich wollte ja jetzt die Großküche. Hatten wir die schon geplant? Eine Großküche. Wollte ich hier haben. So. Die Konservenfabrik. Haben wir die hier drüben geplant, ne? Nähmaschinenfabrik haben wir hier geplant. Und eine Konservenfabrik. Das sind hier vorbereitet. In Planung, sagen wir so. Ja, sorry, dass ich während des Kampfes nicht viel geredet habe, aber ihr kennt das schon ein bisschen von meinem Kanal. Es ist dann manchmal bin ich dann etwas ruhiger als manch anderer Let's Player vielleicht. So. Hafenbereich. So. Das, die Anlegestelle ist natürlich so, dann machen wir jetzt hier mal hingehen und sagen Mindestbestand 50. Damit wir erstmal das so ein bisschen aufbauen können. Mit den Glashütten und den Fensterfabrik und so weiter. Dass wir da erstmal ordentlich vorproduzieren, bevor wir zu was anderem übergehen. Neue Ziele. Neue Befehle, Admiral. So. Die ist natürlich jetzt ein bisschen unzufrieden mit mir, das ist mir klar, weil ich ihr Schiff habe nicht schützen können. So. Eisenvorkommen.
So, da haben wir schon mal das Eisenvorkommen. So. Mit dem Eisenvorkommen können wir natürlich Folgendes machen. Wir können die Konservenfabrik auf dieser Insel planen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Können wir schon mal hier planen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Was ist denn die Attraktivität verringert? Ja, wahrscheinlich durch die Feierlichkeiten. Natur, ja, ist natürlich nicht mehr viel übrig von der Natur hier auf der Insel. So. Müssen wir dann natürlich anders gucken. Ölquellen haben wir hier auf der Insel. Öl haben wir auf jeden Fall. So. Müssen wir mal schauen. Also 555.000. Müsste der doch langsam mal wirklich hier angefangen haben, mal Paprika anzubauen. Der Idiot. Ja, 349.000 würde die Insel kosten. Die Kontrolle über die Insel übernehmen. 349.000. So. Entschuldigung. So ist das. Ja, da kommt ja schon fast das Essen hoch. Echt. So, hier haben wir eine Anlegestelle, die werden wir mal bauen irgendwann, wenn wir genug Fenster und sonst was haben. Das ist mir klar. Das ist euch auch klar. Und die Nähmaschinenfabrik. Ja. So. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr. So. Ein paar mehr Einwohner haben wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben jetzt fröhliche Arbeiter, fehlende Waren, Wurst. Was ist denn mit der Wurst los? Kann ja eigentlich gar nicht sein. Wurst ist da. Wurst ist da. Ja. So. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. So. So, wir haben jetzt Fleischkonserven, können wir euch noch nicht anbieten. Varieté.
Bringt natürlich. Das ist halt die klassische, das klassische Problem. Ne? Ich würde es da gerne hinbauen. Was ist hier los? So, Erntedankfest. Ich würde es gerne. So schnell wie möglich würde ich natürlich euch alles bieten, was ihr gerne hättet. Wir leben hier an einem guten Ort. Das ist euch hoffentlich mal bewusst, ihr Vollpfosten. Aber ich kann nicht alles gleichzeitig rum. Ja, Zuckerrohrplantage. Das geht wahrscheinlich nur alles in der neuen Welt. Und so. Routen. Schnaps und Wurst. Das können die machen. So, das könnt ihr machen. Neue Befehle? So, das macht ihr. Wo ist das andere Schiff? Ja, die sind schon. Die sind schon selbst voll. Dann müssen wir mal gucken. Depot. Freier Hafenbereich. Leinen los. So. Dass das da hinkommt. Flaggschiff steht zu Diensten. Auf die alte Dame ist Verlass. So, welche Schiffe haben denn. Die HMS Solitär, die Angie und die Argo. Das sind meine Flottenschiffe. Neue Befehle, so. Spielstand gespeichert. Neue Ziele. So, du, Angie, bringst mal gerade ordentlich an Kanonen in die Hauptstadt. Ja, so. Ordentlich Kanonen aufbauen. So. Konservenfabrik, aber ist natürlich total verboten. Aus der neuen Welt importiert. Okay. Weißt du nicht, wie das jetzt genau funktioniert? Der Rum nimmt zu. Keine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert. Weil Handwerker rum habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert jetzt. Weil das nimmt ja zu. Mhm.
Okay, das muss ja dann. Journaleros. Wie geht das dann? Muss ich mal nachschauen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wie das funktioniert mit dem Rum und so weiter. Weil hier haben wir ja auch welchen. Der entwickelt sich ja wieder von selbst. Und warum sollte ich denen etwas verbieten, was die haben können? Ja, die Konserven ist halt mein Problem. Ich würde am liebsten hier die Insel ja komplett kaufen. Ja. Kostet die Insel? So. Mir fehlt noch einiges an Material. Die Großküche. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. So. Routen. So, wir können. So, da wird ein Oldwerb mit Rindfleisch entladen. Du musst das da aufladen. So. Dann haben wir das. Weltkarte. So. Expedition in die neue Welt. Die neue Welt wurde zwar schon vor langer Zeit entdeckt, doch es gibt Gerüchte über ein unbewohntes und fruchtbares Archipel. Okay. Nee. Ich bleib in der alten Welt. Ich glaube, wir sind da schon ziemlich genug ausgelastet mit der alten Welt. Das Lager ist voll. Die Feierlichkeiten sind beendet. So. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Diese Meeresbrise riecht ganz schön nach Fisch, findest du nicht? Spielstand gespeichert. Kanonenturm? Ach so, der. Das Königliche. Koordinaten gesetzt. So, und jetzt kannst du deine Fahrt fortsetzen. So. Ein Schiff erster Klasse. Die Anlegestelle kann ich noch nicht bauen. So. Geschützstellung. Ah, den Hafen müssen wir jetzt mal langsam anfangen zu verteidigen. So, Geschützstellungen. Du hast aber ein paar dicke Dinger. Ja, Junge.
Was ist das? Das bringt einen Erleuchtturm. Müssen wir mal schauen. So, dann müssen wir mal schauen. Anlegestelle. Freie Küste erforderlich. Wie wär's mit einem Kaffee? Ich spiele schon seit 2 Stunden. Ich weiß nicht. Muss ich mal schauen, wie das mit der Anlegestelle funktioniert. So. Auf die alte Dame ist Verlass. Das ist schon mal erledigt. Kurs gesetzt. So, dann haben wir jetzt hier die neue Ziele. So. So. Müssen wir mal schauen, wie viele Kanonen können wir denn jetzt. Was können wir denn damit bauen? So. Also. Willi, ich glaube, das ist. Mit dir ist das bald erledigt, ne? Spielstand gespeichert. So, jetzt schauen wir noch gerade. Ach du liebes Bisschen, wir haben ja wieder mal überzogen. So, das haben wir geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt wieder eine lange Folge und ich sag bis demnächst. Euer Hannibal. Ciao.